Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst mal nehme ich zur Kenntnis, dass die SPD offenbar ein doppeltes Spiel spielt. Nämlich eine Arbeitsteilung zwischen der SPD-Linken außerhalb der kommunalpolitischen Linien, die bei antifaschistischen Kundgebungen der Stadt die letzten Mittwoch wieder geschliffene Reden gegen den Rechtsruck und seine Ursachen, Neoliberalismus und sicherheitspolitische Angstdiskurse halten, und der SPD-Rechten, die in den kommunalpolitischen Linien mit Reden und Anträgen genau diese Angstdiskurse befeuern, sich als Partei für Sicherheit und Ordnung in Szene setzen und damit die Rechtsverschiebung der öffentlichen Meinung weiter vorantreiben. Gegen die dann wiederum SPD-Laufkundgebung von dem üblichen linksliberal-antirassistischen Publikum besagte schöne Reden von der Verteidigung der Demokratie halten können. Das ist fatal. Uns bildet letztlich auf kommunalpolitischer Ebene im Kleinen das ab, was wir Großen momentan mit den panischen und sich an Populismus überbietenden Forderungen fast aller Parteien nach mehr Abschiebung, mehr Abschottung, mehr Grenzkontrollen, mehr Überwachung erleben. Profitieren werden wir immer bei solchen Diskursverschiebungen nicht etwa die Getriebenen, die die Forderungen der Rechten schrittweise übernehmen und beschlossene politische Maßnahmen übersetzen, sondern die AfD und andere Rechtspopulisten und Faschisten, die die anderen bürgerlichen Parteien vor sich hertreiben. Die SPD will also die Einrichtung einer Waffenverbotszone rund um die Friedrich-Ebert-Straße prüfen lassen. Im Rechtsausschuss wollten sie den Geltungskreis immer noch erheblich ausweiten. Also eine Forderung, die bisher immer von der CDU erhoben worden war, deren Umsetzung anscheinend verwaltungsintern bereits weit fortgeschritten ist und deren Wirksamkeit, vor allem aber deren soziale Auswirkungen, massiv umstritten sind. Es gibt mittlerweile zahlreiche Erfahrungen mit Waffenverbotszonen in verschiedenen Städten, die zeigen, dass diese Maßnahmen das vorgebliche Ziel, nämlich die Bekämpfung von Gewaltkriminalität und deren Ursachen, nicht erreichen. Wenn jemand eine bewaffnete Straftat plant, dann wird er sich auch nicht mit einem Waffenverbot davon abhalten müssen. Und die sozialen Ursachen für die meisten Gewalttaten im öffentlichen Raum, nämlich Armut und soziale Ausgrenzung, eine verfehlte und sozial ungerechte Stadtentwicklung sowie deprimierende, perspektivlose Lebensverhältnisse für einen anhaltend hohen Anteil der Kasse der Bevölkerung werden damit erst recht gesagt. Die spürbare Auswirkung, insbesondere für den Teil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, insbesondere junge Menschen, erst recht für sozial marginalisierte Bevölkerung, besteht darin, dass mit der Waffenverbotszone eine rechtliche Grundlage für anlasslose Personenkontrollen geschaffen wird, bei denen es letztendlich nicht nur darum geht, irgendwelche Messer zu bestrafen, sondern im Kern darum, unerwünschte Personenkreise von Konsummeilen der Innenstadt und der Friedrich-Ebert-Straße fernzuhalten und nebenbei auch noch die Kontrolldruck am Stern zu erhöhen. Also im Kern darum, den öffentlichen Raum zu militarisieren. Die SPD nennt sich am Prüfantrag von der Friedrich-Ebert-Straße im Prinzip gemeint, ist aber dann wohl vor allem der Bereich zwischen Raublau und Stern, um den es ja hier nun alle paar Jahre selten wichtigen und ausschließlich auf mehr Kontrollen und Repression zielen in Pseudodebatten gibt, in denen regelmäßig die sozialen Probleme, die die Ursache für die Lage der Menschen dort sind, ausgeblendet werden. Es ist letztendlich immer dasselbe und immer dieselben Maßnahmen. Waffenverbotszonen, Videoüberwachung, egal ob mit oder ohne rechtliche Grundlage, mehr Kontrollen, mehr Befugnis für Sicherheitskräfte. Und es ist alles symbolisch, die gar nicht in erster Linie auf reale Probleme zielt, sondern auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Also das, was da Ihrer Meinung nach von nicht relevant für das Wahlverhalten ist. Dabei haben wir erst vor einigen Monaten das Ergebnis jener Studie zur Kenntnis genommen, die zeigt, dass diese ganzen polizeilichen Maßnahmen nicht etwa zu mehr Gefühl der Sicherheit in der Bevölkerung führen, sondern das Gegenteil führen. Und damit erneut Wasser auf die Mühlen rechter Populisten und selbsternannter Law and Order verwischt. Um noch einen aufzusetzen und die Instrumente für die verstärkten Kontrollen zur Verfügung zu stellen, beantragt die SPD dann auch noch die Einrichtung einer vierten Dienstgruppe der Stadtpolizei. Wir können ja hier viel darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, Menschen mit einem Schmalspurlehrgang und keiner nennenswerten einschlägigen Qualifikation einzustellen, um auf fragwürdiger rechtlicher Grundlage Personenkontrollen und ähnliche hoheitliche Aufgaben auszuführen. Wir halten dies für ein grundsätzlich untaugliches Instrument. Uns aber hier wie die SPD tut einen Haushaltsantrag unterzujubeln, bei dem es um erhebliche Personalkosten geht, genau wissen, dass dieser Antrag hier sogar beschlossen werden kann, ist schon ein bisschen dreist und unterstreicht die Unernsthaftigkeit ihres Agierens in dieser Frage. Meine Fraktion wird deshalb beide Anträge, sowohl die Waffenverbotszone als auch die Aufstockung der Stadtpolizei, ablehnen.